willst entspannen, du im Nu, geh auf YouTube, hör mal zu. Gute Unterhaltung. Ich habe ja noch nie das Vergnügen, ich habe neulich jemanden getroffen, der hat das Vergnügen gehabt und da ist dann schon fraglich, ob das ein Vergnügen war, denn er sagt, er sei dein Gast gewesen auf dem Schiff, du würdest vornehmlich kochen und zwar mit so einem kleinen Schlüssel in der Hand, mit dem man Dosen aufmacht, da seien vornehmlich Heringe drin. Das muss einer von der Presse gewesen sein. Das stimmt alles überhaupt? Nein, der war von einer Autofirma. Was? Und er hat gesagt, er hätte es nicht länger als einen oder anderthalb Tage ausgehalten bei dir. Du hättest so geschaukelt mit dem Schiff, da wäre er doch lieber wieder an Land gegangen. Also ich schaukel ja nicht. Wenn, dann schaukelt die See das Schiff. Aber Auto? Ja, ja. Er hat behauptet, er sei ein Nachbar von dir. Ach, ja. Ja, dem ist doch sehr gut gegangen. Der hat nicht mal gekotzt. Aber er war kurz davor. Kurz davor. Naja, aber das macht nichts. Kann passieren. Ein bisschen übertrieben. Es gibt einen. Nein, Ausdruck, aber das ist ein netter Nachbar, ein lieber Mensch. Ja. Ja, der hat mir auch gesagt, wir nennen ihn alle Jochen. Ich darf also auch Jochen zu dir was sagen. Bisher habe ich mir gesagt, Kuli. Und da sträubt sich, die wölbt sich bei mir immer so ein kleines bisschen die Zunge bei dem Kuli, weil Kuli ist ja eigentlich. Ja, ich weiß, es ist ein Kosename. Er hieß mein Vater schon. Den haben sie auch schon so genannt. Ja. Hat dich das nicht geärgert? Also zu mir haben sie mal immer Fuchsi gesagt und das hat mich jedes Mal... Gefuchst natürlich. Unheimlich gefuchst. Ja, das braucht nein, ich überhaupt. Nein, nein. Ich finde Kuli ja nicht so schlecht. Das ist ja ein schwer arbeitender Mensch, der im Gegensatz zu mir dann auch noch schlecht bezahlt wird. Nicht wahr? Und, ich darf mal ein bisschen was einschenken. Ja. Schwer arbeitender Mensch, da sind wir eigentlich gleich mitten beim Thema, lieber Jochen. Es gibt einen Ausspruch von dir, ich darf ihn zitieren, der heißt, Quizmaster ist keine abendfüllende Beschäftigung für einen erwachsenen Mann. Das ist wahr. Würdest du mir bitte sagen, wie du deine Abende die letzten 35 Jahre gefüllt hast? Ja, das kann ich dir sagen, meistens irgendwo auf der Bühne. Mhm. Und 6-mal im Jahr als Quizmaster, jetzt neuerdings nur noch 4-mal. Und sonst meistens auf irgendeiner Bühne. Und jetzt nur zum Trost, dass du denkst, ich tue gar nichts. Ich habe jetzt im Urlaub 43 Schreibmaschinenseiten DIN A4 auswendig. Ich dachte, der wollte mir mein Manuskript weg. Im Urlaub, natürlich. Hör mal. Was keine Rolle spielen würde. Nein, überhaupt keine. So bei uns nicht. Vorhin hat er mich gefragt, was ich denn hier so fein hätte. Und wenn er das hätte, dann könnte er das auch, was ich da machen würde. Ich habe gesagt, das ist ein kleiner Monitor, der steht ab und zu drauf, wie wenn wir Zeit liegen und so. Da stand zum Beispiel jetzt eben, gib ihm endlich was zu trinken. Prost. 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 Die passen doch auf dahin. Ja, enorm. Bei mir steht immer, du überziehst. Prost. Naja, du arbeitest genau wie ich am Samstagabend live. Da ist das natürlich ein großes Problem. Hier zeichnen wir auf. Ist auch immer wieder eine Frage, warum ist heute Abend nicht mehr live? Das war es früher ja mal. Weil um 23 Uhr abends wohl kaum noch jemand hier nach Unterföhring raus ins Studio kommt, weil er dann erst nämlich so gegen 1 oder mal 2 zu Hause ist. Da kommt er gerade richtig zu den Nachtgedanken. Was besser? Und das Zweite, wenn ich mir vorstelle, wie schwierig es war, dich hierher zu kriegen, dann kann ich mir vorstellen, wie viel schwieriger das gewesen wäre, wenn es ein Live-Termin wäre. Hättest du gesagt, weißt was, blas mir einen Hobel, ich bleibe auf meiner Marius 4. Ach du, ich muss ja sagen, live ist ja das einzig Wahre. Ehrlich. Das ist richtig. Das ist es geht nicht dafür über ist das live. Fernsehen ja eigentlich erfunden worden. Ne? Ja, ohne live, also wie künstliche Befruchtung, das gibt es auch, aber... ist doch, aber wo bleibt der Spaß? Das ist doch einfach besser. Oder nicht? Siehst du? Haben Sie das? So, jetzt... Oh. Jetzt kommen wir zum schwierigsten Thema. Haben Sie ihn gerade beobachtet? Was habe ich gemacht? An die Nase gefasst? Nee. Er hat nach unten gezielt, hat sich jemand aufs Korn genommen. Nein, erste Reihe Mitte. Ja. Wie sich das gehört? Und das ist einer der ganz großen... Ich meine, es gibt sehr viele Unterschiede zwischen... Siehst du, dass da meine Frau sitzt? Coolen Kampf und mir. Das, jetzt nimmt er mir auch das noch weg. Wollte ich nicht. Gott, dann begrüße ich jetzt ganz herzlich hier in unserer... Ich hatte einen viel schöneren Satz. Das machen Sie mit ihm zu Hause dann aus, liebe Frau Traum. Das machen wir mit Ihnen zu Hause aus. Ich begrüße ganz herzlich und freue mich, dass Sie mitgekommen sind. Frau Kuhlenkampf in unserer Mitte. Ja. Nimmst du deine Frau Bravo. Immer mit auf das Besondere? Nein, die geht nicht mit. Eine besondere Ehre. Ja.
Liebe gnädige Frau, Sie brauchen mir nicht zu antworten, aber das ist zum Beispiel eins meiner Probleme. Die Beobachtung von ihm fing bei mir vor ungefähr 35 Jahren an. Da habe ich mir gedacht, da kannst du was lernen. Dazwischen kam dann Peter Frankenfeld. Kannst du auch was lernen. Schönen Gruß nach oben. Von dem konnte man auch sehr viel lernen. Ich habe bei ihm direkt gelernt. Zwar nicht viel hängen geblieben, wie man so allgemein hört, aber der große Unterschied zwischen Hans-Joachim Kuhlenkampf und mir ist nicht nur der Hans vor dem Joachim, auch darunter leide ich, weil wenn ich immer Briefe kriege, die meinen, wenn einer Joachim heißt und im Fernsehen beschäftigt ist, dann kann er nur Hans-Joachim heißen, weil der Kuhlenkampf so heißt. Ich mache immer darauf aufmerksam, bei mir ist es ohne den Hans. Aber er darf vieles, was ich im Fernsehen nicht darf. Zum Beispiel den Blick, den er gerade darunter geworfen hat. Er ging nicht zu deiner Frau. Da heißt es bei ihm der ewige Lausbub, oh, der Charmeur. Schon besser. Und ich bleibe dann mit schmierigen, schleimigen Augen am Busen irgendeiner Kandidatin. Ja, dann mach es doch nicht! Ja, ich tue es aber nicht. Also gar nicht. Jetzt erklär mir mal. Das würde ich auch nie tun. Jetzt erklär mir mal, wieso darfst du sowas und ich nicht? Du, mir ist das nie aufgefallen, dass du das nicht darfst. Du liest keine Zeitung. Jetzt sage ich was ganz Furchtbares. Wenig. Ja. Wenig. Und Zeitungen, die also in dieser Form schreiben, was ich ja sehr lustig finde, schmierig, schleimig, die lese ich meistens gar nicht. Ja. Wenn es ganz schlimm ist, kriegt man sowieso von den Kollegen gesagt. Ne? Und? Ja. Und dann habe ich auch nicht, wenn wir jetzt von uns, eine fabelhafte Talkshow, reden wir gegenseitig von sich, was also für tolle Burschen sind. Ich habe das auch nie so furchtbar ernst genommen. Ich habe das bewundert, du hast dich damals verabschiedet vom deutschen Fernsehen, dass mir die Tränen in den Augen standen. Ich dachte nur, wie ich mich kenne und wie ich uns kenne, macht er jetzt mindestens ein Jahr Pause. Aber das hast du natürlich nicht gemacht, sondern du hast diese Sendung fröhlich weitergebracht. Ja, von der war ja auch gar nicht die Rede. Ja. Lecki, ich glaube, ich will ja dir keine Ratschläge teilen, aber ich glaube, das doch, bitte, darf man bitte, nicht so machen. Tragisch nehmen, ja, und nicht so ernst. Da darf man ja auch nicht beleidigt sein. Man darf ja auch nicht. Man kriegt ja auch fröhliche und freundliche Briefe. Das ist richtig. Ja, Leute, die überschätzen einem ja weit und du kriegst ja auch. Ne? Ja, und die schreiben dann so schöne, nette Sachen und man denkt, guck dem erst noch nach, ob es wirklich an dich war. Ne? Und da muss man natürlich auch hinnehmen, dass ein paar andere einem da richtig mal. Ja, ja. Trotzdem gibt es natürlich. Es gibt ja die tollsten Sachen. Manche Leute schreiben mir gar nicht, die schicken dir was. Ja, ja, allerdings. Ja. Aber ich bin wenig zu Hause und das macht meine Frau aus. Die kennt das dann schon. Ich muss jetzt auf ein anderes Gleis, sonst wird das nie was heute Abend. Er hat mir nämlich da hinten gerade noch gesagt, er hasst nichts mehr als Talkshows. Was geht das die Leute an, sagt er, wie er privat sei oder wie er das über dies oder jenes denkt. Wenn man ihn über seinen Beruf fragt, dann gibt er gerne Auskunft und so weiter. Also ich frage dich was über deinen Beruf, eine Zeitung, in Klammern der Stern, hat mal über dich geschrieben, dieser Mann ist eine Spezialanfertigung fürs Fernsehen. Ist das ein Lob oder ist das ein Tadel? Ja, die haben hier auch die Hitler-Tagebücher für echt gehalten. Meine Angestellten kriegen auch nichts mehr ausgedruckt. Die rufen sich selber die Lohnabrechnung ab und damit ist es erledigt. Braucht noch jemand was von Douglas? Aspirin, Bepanthen. Haben wir noch dieses Schmerzgel? Jetzt neu auf douglas.de. Apothekenprodukte über unsere Partnerapotheke. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Was kann man dazu? Ja, aber was verstehe ich unter nicht, einer nicht. Spezial? Als mein Vater mich anfertigte, sicher nicht spezial, sondern überhaupt. Aber speziell. Da gab es noch gar kein Fernsehen. Das war nur im Hinblick auf meinen älteren Bruder, damit er was zu spielen hatte. Und da gab es noch nicht einmal Rundfunk. Ja. Denn ich bin ja noch älter, als ich aussehe. Rundfunk gab es, aber sicher. Ich gebe da nichts so an. Es gab, sei mir nicht böse, es gab, ich habe das in einem Büchlein mal geschrieben, es gab, da war ich 4 Jahre alt oder 3. Ja.
Da gab es den ersten bei meinem, könnte ich eine riesen Familiengeschichte erzählen, von meinem Onkel Messwert in Bremen, in der Gartenstraße. Ja. Hatte einen Weingroßhandel und leider war ich damals zu klein. Und der hatte den ersten, der hatte keine Kinder. Und nur eine alte, die Tante Hanna. Hanna hieß sie, nicht Hanni, habe ich auch eine. Die Hanna. Und die war also nicht so attraktiv, dass man sich sein Leben lang damit befassen konnte. Und so hat er sich dann entschlossen, sich einen Detektorapparat zuzulegen. Und das war, das kennst du doch noch vielleicht, ja, nicht? Da bist du ein Drehchen und so ein so viel Stein. Jünger bin ich auch nicht. Ja, so eine ganze Ecke. In dem Alter zählen ja jedes Jahr wie Kriegsjahre, doppelt. Also. Und da saßen wir darum, also ich nicht, ich durfte ja gar nicht, und hielten sich die Hörer, jeder, die rissen die Dinger auseinander, jeder eine Hälfte. Und dann hörte man da so irgendwann gekrächzt, oder du musst gar Musik oder Ton oder meine Sprache, und dann die verklärten Blicke. Das ist ja wegen der besseren Akustikweise, macht man den Mund auf, wenn man horcht, nicht? Das lernt man jetzt auf der Schauspielschule. Da saßen also sämtliche Verwandten rum, die zum großen Teil eh nicht sehr intelligente Gesichtsausdrücke hatten, und machten also. Und waren also ganz glücklich, dass sie irgendwas hören. Daher weiß ich, und da war ich 3. Ein richtiges Rundfunkgerät gab es ja noch. Das erinnert mich aber jetzt, das ist ja ganz modern wieder, das ist heute also die Walkmans. Wenn man die auf den, guck mal im Straßenverkehr rum, wie die durch die Gegend laufen. Ja, aber das ist ja kriminell. Nur die kriegen es von beiden Seiten in die Ohren geblasen. Ja, ja, damals aber hat man nur mit einem. Naja, aber zwischendrin ist ja meistens auch nichts. Also, aber das ist ja. Das ist natürlich wieder eine Bosheit. Ich hab auch so ein Ding, ich setze mir noch nie auf. Ich kann das nicht ertragen, so nah. Ja. Weil ich höre ja noch. Und wenn ich die Dinger trage, höre ich bald gar nicht mehr. Na, ist ja auch schon ziemlich wieder gut. Nur, wenn ich mir vorstelle, beim Radfahren, beim Autofahren, du kannst ja den Straßenverkehr, kriegst du doch gar nicht mit. Ich würde das verbieten, wenn ich was zu melden hätte, obgleich ich ungern was verbiete. Ich finde das schlimmer. Bitte. Ja. Also, ich muss dir eines muss ich sagen, du hast ein hochintelligentes Publikum. Ja, das habe ich mir in 200 Sendungen langsam aber sicher herangezogen. Verdient! Also, vorhin kam etwas heraus, du hast so ein bisschen weggedrückt, den Quizmaster, du hast gesagt, meistens stehe ich oder 35 Jahre lang stehe ich auf der Bühne und das andere mache ich ja nur so ja, sechsmal. Ja, weil du gesagt hast, weil ich gesagt habe, meine Aussprüche hast du ja dir irgendwo angezeigt. Ein paar habe ich gesammelt, ja. Dass das nicht abendfüllend ist. Ich muss wirklich sagen, also 6 Samstagabende im Jahr zu arbeiten, da kann ich ja gleich auch Arbeitslosenunterstützung verlangen. Ja, kriegst du so das wenig? Das ist mir zu wenig. Ich kriege Rente, ich bin aus dem Schneider. Das ist mir wirklich zu wenig. Ja. Außerdem habe ich nie gewusst, dass mal das Fernsehen entdeckt werden würde. Und ich war schon 10 Jahre da, da ging das erst mit dem Fernsehen los. Und ich habe auch nicht die Absicht nie gehabt, diesen Beruf aufzugeben. Ich habe immer weitergemacht. Es gibt kein Jahr, in dem ich nicht Theater gespielt habe. Das andere ist doch ein privates Vergnügen. Und außerdem hat dieses Vergnügen ja auch noch den Vorteil, dass man damit populär wird. Und das wirkt sich dann wieder aufs Theater aus. Dieter Henkel und andere Theaterunternehmer, die nutzen das dann aus und sagen, da geht vielleicht einer rein, wenn ich den Namen da groß draufschreibe. Mhm. Und so. Und außerdem macht das ja auch Spaß und es ist auch ganz, es schult auch das her, man muss ja doch ein bisschen schnell da sein. Aber das ist doch, wenn ich weiß, ehrlich, kein Beruf. Das ist dann eine Tätigkeit, die man auch ausüben kann, wenn man das Talent hat. Es gibt ganz große Schauspieler in der Welt, die sagen, Schauspieler ist auch kein Beruf für einen erwachsenen Mann. Da haben Sie bis zum gewissen Grade auch recht. Das merkt man, je älter, heute Abend, es gibt ja hier eine Seniorenorgie. Je älter man wird, desto... Ich glaube, wir beide lassen uns demnächst ein Senilo bauen oder so. Ja. Mhm. Desto mehr stellt man sich die Frage, was machst du hier eigentlich? Schmierst dir so Spaßmacherfarbe ins Gesicht und behauptest, du wärst ein General oder ein Kardinal. Aber je älter du wirst, desto mehr beschäftigst du dich ja auch mit dem Theater. Und vielleicht bearbeitest du mal ein Stück und du führst mal Regie oder du machst doch, wenn ich heute ein Stück spiele, dann wird das doch gemeinsam gemacht. Das ist ja nicht so wie als Anfänger, man sagt, dann komm doch mal raus, nicht? Wie heißen Sie? Und so, das haben wir ja alles hinter uns. War auch lustig. Aber du hast im gewissen Grade, hat dieser Mensch, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, schon recht, dass man manchmal das Gefühl hat, verdammt, aber du willst doch mal irgendwas machen, was ein bisschen mehr Hand und Fuß hat. Warum spielst du ungern vor leerem Sir Haus? Sir Alec Guinness hat es gesagt. Ja, Alec Guinness, ja. Und ein großer Schauspieler. Ja, warum spielst du ungern vor einem leeren Haus? Mhm. Weil dann findet die Vorstellung ja im Grunde gar nicht statt.
Das ist ja die einzige Entschuldigung, die du hast, wenn du Theater spielst, dass du abends ein paar hundert Leute rausschickst, die zum Teil wenigstens sagen, das war ganz interessant, oder der spinnt doch, oder das Stück für die Fonds, ich wollte irgendwas, dass irgendwas in Bewegung gerät. Mhm. Sonst hat das ja überhaupt keinen Grund. Es gibt heute so viele Leute, die sagen, mir ist egal, wie viele Leute ins Theater gehen. Bin froh um jeden, der rausgeht, habe ich schon gehört von namhaften Theaterleuten. Mhm. Und die waren auch sicher froh, dass sie raus durften. Ich sage was ganz Fürchterliches. Ich glaube, dass das Theater es zu leicht gehabt hat in den letzten Jahrzehnten. Zu Tode subventioniert wird. Und du musst ja auch dann, ich kenne Direktoren, die kommen, Kinder, mach das, die Dekoration, das muss, wenn wir das jetzt nicht ausgeben, dann kriegen wir nächstes Jahr weniger, nicht? Wenn also sinnlos massive Türklinken noch und Seidentapeten, also damit bloß der Etat wenigstens aufgebraucht. Das aber es ist ein weites Feld. Eben, aber das Problem... Aber Theater ist was Herrliches, es ist die schönste und man merkt, Sache, die es gibt. Man merkt, welches Engagement dahinter sitzt. Deswegen die Frage, die sehr oft diskutiert wird, wenn man sich über dich unterhält. Du hast gerade gesagt, das Fernsehen macht ungeheuer populär, aber es macht natürlich auch, es legt fest in einer bestimmten Art und Weise. War es dem Schauspieler Hans-Joachim Kuhlenkampf hinderlich, ein so populärer Quizmaster zu sein seit vielen Jahren? Ja, künstlerisch in jedem Falle. Mhm. Aber andererseits natürlich auch ein Ansporn. Und ich bilde mir also ein, ich habe es immer noch gepackt, dass die Leute abends auch dann zugehört haben, wenn ich Theater gespielt habe. Also gerade zum Beispiel beim Teufelsgeneral haben damals viele gesagt, also ob er das tun sollte, ob er es kann, war nicht die Frage. Ja, ich habe es getan, ich habe es über 400 Mal gespielt und es hat geklappt. Das gleiche höre ich dann beim Jedermann, jetzt spiele ich wieder ein Stück, auch ein seriöses Stück, ein Ein-Personen-Stück. Mhm. Mal im Leben einmal alleine auf der Bühne. Da bist du aber ein armes Kerlchen, sag ich dir. Naja, wir werden auch das überstehen. Ich möchte einen vorgezogenen Nachtgedanken ins Spiel bringen. Wo stehen wir deiner Meinung nach mit dieser sogenannten Formel 1 der Unterhaltung mit dem Samstagabend? Diese Form von Sendungen... Das habe ich verstanden. Wo stehen wir... Ja, was ist Formel 1? Man sagt, dieser Samstagabend für ungefähr 2 Stunden oder 2,5 Stunden oder je nachdem, wie lange man überzieht, mit Spielen, mit Kandidaten, es sei Tempi Passati, Anachronismus, diese Form der Unterhaltung sei vorbei. Ich wollte deine Meinung dazu hören, ob wir das, was mich betrifft, mal gemacht haben. Ja. Du machst es noch. Du machst es sicher wieder, wenn ich aufhöre. Ich meine, nicht deswegen, aber... Verstehst du? Aber ich meine, wenn ich da mal aufhöre, dann wirst du doch wieder sagen, jetzt könnte ich ja auch mal wieder, denn jetzt wird ja gebraucht. Du tust ja gerade so, als ob ich deinetwegen aufhöre. Nein, das will ich nicht hoffen. Ich habe ja auch nie gesagt, dass du deinen, was für einen schleimigen Blick auf den Busen dieser Dame da hast. Schmierigen, schleimigen. Schmierig, was? Ja. Guck mich mal an. Kann so schlimm nicht gewesen sein. Aber irgendwas hast du falsch gemacht. Könnte aber nur an deinem Busen liegen jetzt. Deinetwegen werde ich mich rasieren. Ich möchte wissen, ob du eine neue Form von Unterhaltung siehst, wenn du sagst, du hörst mit. Einer wird gewinnen auf. Hörst du überhaupt auf? Ja. Ich meine, das hat schon ein paar Mal geheißen. Nein, ich höre mit dieser EWG auf. Ja. Ich höre nicht auf, Mann. Fernsehen zu machen. Ich mache ja Nachtgedanken zum Beispiel weiter. Ich drehe einen Film nächstes Jahr. Ich mache vielleicht diese Kalendergeschichten, weil das weiß ich nicht. Ich höre nicht auf, Fernsehen zu machen. Ich höre auf, diese Samstagsabend große, überziehende Hallenshow. Warum? Weil ich gerne aufhören möchte, wo noch einige wenigstens sagen, wieso, das könntest du doch ruhig noch ein Jahr machen. Wenn ich mal angebohrt werden muss auf der Bühne, damit ich nicht umkippe. Verstehst du? Wenn ich dann in die falsche Richtung laufe, ne? Und ich will also dann, ich weiß nicht, Max Greger begrüßen und da sitzen die Kandidaten, ich renne in die Falle und so. Und ja, Opi da! Und so. Dann wird man mir vielleicht nahelegen aufzuhören. Jetzt sind immer noch ein paar, die sagen, mach doch weiter und nur ein Jahr kannst du. Und so. Es ist doch schön, aber du, dann mache ich es 34 Jahre. Viel älter ist Mozart nicht geworden. Also, das reicht doch eigentlich. Hm? Finde ich. Ja, aber bevor wir jetzt noch länger über das Aufhören reden, reden wir mal vom Anfang. Doch darüber, wie es angefangen hat bei dir. Reiner Maria Zufall, du. Reiner, purer Zufall.
Ich war in Frankfurt am Theater, war Fritz Lemont, Kleintheater mit Zoo engagiert und habe... Ich meine ja noch viel früher, bevor du bereits auf einer Bühne standst und von Fritz Lemont engagiert wurdest. Was hat dich... Von meiner Geburt an. Ein bisschen näher, also als du stehen... Ich bin geboren am 27. April 1921, nachts um 1, glaube ich. Um 3, höre ich gerade. Um 3. Um 3. In der Parkstraße 68. Da fällt mir jetzt gerade, Entschuldigung, da fällt mir jetzt gerade was ein. Ich habe gerade vor ein paar Tagen einen Brief bekommen. Ich soll doch bitte bei jedem meiner künftigen Gäste Geburtstag und Geburtsstunde erfragen, weil es säßen so und so viele Astrologen zu Hause und würden sich dann gerne das. Ja, da könnte ich auch was dazu sagen. Du hast angefangen. Ja, bitte sag was. Astrologen. Dazu. Aber du wolltest ja wissen, wann ich geboren bin und wo. Ja. Bremen, Parkstraße 68. Es gibt ein Theaterstück als Parkstraße 13. Nicht zu verwechseln. Und diese Stunde muss ganz toll gewesen sein. Es hat mich in Berlin ein Herr, ich will den Namen nicht nennen, nach seiner Aussage ein berühmter Astrologe, der kam auf mich zu, da spielte ich Teufels General, in Theater des Westens, und sagte, stimmt das, dass Sie dann und dann und dann, dann geboren sind? Da habe ich gesagt, ja. Und da hat er gesagt, Sie haben von allen Horoskopen, die ich kenne, auch historische, Sie sind ein wirtschaftliches, kaufmännisches Genie. Und zwar das Größte, was es je gegeben hat. Und er hat sich da so reingesteigert, dass er am Schluss gesagt hat, Sie müssen, da hat er mich gefragt, was verdienen Sie denn hier, wenn Sie spielen? Da habe ich ihm das gesagt, weil ich sehr stolz auf diese Gage war. Und da hat er gesagt, das ist ein Trinkgeld für Sie. Das ist ein Trinkgeld. Sie müssen in das internationale Bankgeschäft. Das ist nicht gelungen. Das war, hat sich so aufgeregt, war schon ein alter Herr, noch älter als ich, und hat am Schluss, hat er gesagt, die Ölscheichs, damals war der Preis noch nicht zusammengebrochen, die Ölscheichs werden bei Ihnen antischambrieren. Ich sitze jetzt seit 14 Tagen zu Hause, bis jetzt ist noch kein Scheich gekommen. Außer, dass gestern die Ölheizung zusammengebrochen ist. Aber gut, nein, mal, so viel über die Astrologen. Ja, und du willst also mein ganzes Leben, soll ich jetzt schnell entwickeln? Nicht das ganze Leben, nein, sondern die Entwicklung von einem Jungen, der sagt, ich möchte mal das werden, Lokomotivführer oder Fußballspieler wollte oder das immer oder dies oder jenes werden. Von ich wollte immer das. Aber schau, das ist doch, ab wann bestand dieser Wunsch? Ab wann wusstest du denn überhaupt, was ein Schauspieler ist? Ab wann? Von der Geburt, wie ich dich kenne, sagst du jetzt, das hast du schon gespielt. Nein, meine Mutter wollte immer Schauspielerin werden. Aha. Aber sie durfte nicht. Denn damals dachte man noch, Schauspielerinnen ging es so gut im Kreise ihrer Kollegen und Regisseure und Direktoren, wie ja heute die Pharma ja auch noch manchmal verkündet, was natürlich überhaupt völliger Schwachsinn ist. Und in bürgerlichen Familien sagte man ihm, das geht nicht. Und sie wurde dann nicht Schauspielerin, sondern sie wurde meine Mutter, das ist ja auch was, ne? Und schon gar in Bremen sagte man sowas, nicht? Bremen war ja... Nein, meine Mutter ist aus dem Badischen, ist aus Baden-Baden. Und meine Großmutter ist Französin. Du siehst, und ich bin ein überzeugter Bremer und Hanseat. Ja, was sich auch nicht zuletzt darin geäußert hat, dass du hohe, höchste und noch höhere Orden, die man dir vergeblich versucht hat zu verleihen, in hanseatischer Tradition, sagt man dazu, abgelehnt hast. Ja. Was ist diese Tradition? Ja. Ich weiß nicht, wer das erfunden hat. Hanseaten nehmen keine Orden. Sie dürfen natürlich ordnen, es gibt kein Gesetz und gar nichts, das ist so Tradition. Ich fühle mich sehr norddeutsch, fühle mich sehr hanseatisch. Und ich lebe ja in der Diaspora, in Österreich und sehr gerne. Und ich habe beides, das herrliche Österreich und die deutsche Nordsee. Und aber ein Teil meiner Verbindung zu meiner alten Heimat ist eben immer, dass ich mich so ein bisschen an diese Sitten und Gebräuche halte. Und das Interessante ist nur, dass vom 50. dann zum 60. und so weiter der Orden immer noch eine Stufe höher wird. Das ist interessant. Das hat mich aber nicht gereizt. Aber ich habe mich also bedankt jedes Mal. Also es gibt überhaupt keine Stufe, wo du dann sagen würdest, also jetzt falle ich um? Nein. Sowas mit so. Nein, das haben ja alle. Das ist ja schlimm. Es gibt ja 164 Minister so und das. Ja, aber das ist logisch. Nee? Ja, dann, na, ich halte von Orden. Ich habe in der Gefangenschaft, ich habe nur ein paar bescheidene Orden. Aber die habe ich in der Gefangenschaft, damals rauchte ich noch, so wie du, habe ich die verkitscht gegen Zigaretten. Hm? Und da haben mich also für einen der schlechten Patrioten gehalten, wie man alle guten Patrioten ja für schlechte gehalten hat, schon durch die ganze Geschichte durch.
Und die haben mich beschimpft und dann wusste ich aber, nach 3 Wochen haben auch die Herren ihre Ritterkreuze abgelegt und auch für Zigaretten dann. Ich war immer meiner Zeit ein bisschen voraus. Offensichtlich. Aber kein Wort über Politik jetzt. Nein. Das wirft man mir ja immer vor, man wird mir auch wahrscheinlich vorwerfen, dass will ich das noch nachschieben, dass du lebst in der Diaspora, du lebst im herrlichen Österreich, in der Nähe von Salzburg. Dann sagen natürlich viele, ja, jetzt soll er ihn doch um Gottes Willen fragen, wenn er ein so begeisterter und überzeugter Bremer ist, warum lebt er denn nicht mehr bei uns hier im schönen Deutschland? Warum lebt er denn in Österreich? Meine Frau ist Österreicherin. Damit ist alles erklärt. Eines erklärt, und ein Haus am See ist in Österreich noch etwas preiswerter zu erstellen als in Oberbayern zum Beispiel. Und in Bremen? In Bremen ist es jetzt billig, aber lass mich von Bremen nicht reden, das ist eine Tragödie, was sich da an der Nordseeküste abspielt. In Bremen, ich habe neulich eine Statistik, in Bremen kriegst du ein Haus, was in München, sagen wir mal, in einem guten Vorort 600.000 Mark kriegt, für weniger als die Hälfte. Gleicher Qualität. Wieso da? Ja, das 13 oder 14% Arbeitslosigkeit. Viele leitende Angestellte der großen Werften an der Spitze AG Weser zu 40.000 Leute lassen. Da sind ja viele Leute dabei, Manager und Top-Manager und Diplom-Ingenieure, die alle was hatten und jetzt ganz froh sind, wenn sie ihr Haus einigermaßen verkaufen können. Es werden viele Häuser verkauft und es ist eben nicht mehr so, wie es war. Es hat sich verlagert in den Süden. Früher war doch, also nichts gegen das herrliche Bayern, aber früher war doch alles im Süden. Oben saßen die Pfeffersäcke und sagten, können die da unten schreiben eigentlich und lesen. Heute ist ja umgekehrt. Heute ist Bayern, Baden-Württemberg, die haben alles kassiert, nicht? An Elektronik und Automobil und Maschinenbau und. Und die haben sie oben verlassen auf Werften, Reedereien, Handel und Wandel. Und das ist nicht mehr so doll mit Handel und Wandel. Und mit Werften schon gar nicht. Aber Panterei, nicht? Oder wie der Bremer sagt, das Murslenkheit umschichtig, sagt der alte Notebook. Nicht? Das wird doch wieder anders werden. Also. Hoffen wir. Ich wollte dich gerade bitten, das zu übersetzen. Wir waren dabei, als du gesagt hattest, du wolltest von Anfang an Schauspieler werden. Wie bist du Schauspieler geworden? Was waren die ersten Rollen? Und wo hast du zum ersten Mal die Bretter betreten, die für dich tatsächlich die Welt bedeuten? Ja, zum ersten Mal die Bretter betreten habe ich noch als Schüler. Also nicht als Schauspieler, sondern als Gymnasiumsschüler. Als Penäler. Da hatte ich einen bekannten Jungen, der war wiederum Schüler von einem Schauspieler. Und dieser Schauspieler, der hatte so einen Theaterverein, da führte der ab und zu Regietheater, von Union hieß der. Naja, und da brauchten sie einen jungen Chorstudenten mit so einem Band, kalter Schramme und so. Da habe ich so einmal gespielt, da war ich 16 Jahre alt. Ich sah immer älter aus. Und das war eigentlich das erste Mal, dass ich die Bühne, die Bretter betreten habe. Aber dann habe ich dann Schauspielunterricht bei der Schauspielschule des Deutschen Theaters in Berlin. Dann habe ich da gespielt am Schillertheater. Aber wenn einer so begeistert ist und so fanatisch ist als Schauspieler, was konnte dich damals, nachdem du ein Mann mit Grundsätzen bist und sagst, nee, das mag ich nicht und wenn du was nicht magst, dann machst du es nicht. Was hat dich dann von, ja, der Bühne weg zum Rundfunk hingezogen, zum Fernsehen? Ja, ich habe mich von der Bühne ja kein Mensch weggezogen. Ich habe ja nachmittags die Rundfunksendung gemacht, weil ich abends Vorstellung hatte. Aber ich hatte keine Vorstellung, was das für Folgen hat. Denn es wusste ich auch kein Mensch, dass das Fernsehen dann noch kommt. Und das war ja, heute würde mich da beim Fernsehen kein Mensch engagieren. Also der dicke alte Knabe da mit der spitzen Nase und mal ihr Profil, ja, hören Sie da auf, das geht doch gar nicht. Heute werden ja Probeaufnahmen gemacht und lauter so ein Quatsch. Nee? Damals waren sie froh, dass sie eine Rundfunksendung fotografieren durften. Und bums warst du plötzlich beim Fernsehen. Nee? Der Rundfunk, das hat ja nicht so gestört. Nee? Bums plötzlich beim Fernsehen, dann muss ich ein bisschen Statistik treiben, weil man hält das ja im Kopf nicht aus, was er alles gemacht hat. Wenn die Reihenfolge nicht so ganz stimmt, sag es mir bitte, aber ja, das ist ja auch nicht so wichtig. Also es fing, glaube ich, an mit Wer gegen wen. Zwei auf einem Pferd, die glücklichen vier, 7 auf einen Streich, der große Wurf, kleine Stadt ganz groß, einer wird gewinnen, guten Abend Nachbarn, der Feierabend. Wie hätten Sie es denn gern? Das war ein furchtbares. Ja. Was hättest du denn gerne anders gehabt? Oder was hättest du gerne gehabt, das anders gewesen Ich habe eine Sendung erst unterschlagen. Die habe ich sehr gerne gemacht. Wir können das ist ja die Sonntagsrichter. Und das weiß kein Mensch mehr. Das habe ich am liebsten gemacht. Ja. Weil das dich am meisten gefordert hat. Und das war auch eine feine Sache. War gar nicht von mir die Idee, leider.
Es gibt doch gewisse Dinge, die kann man nicht vor ein Gericht bringen, weil die sind nicht prozessfähig. Zum Beispiel, als ein Mann die Regenwürmer, ja, die Regenwürmer zum Fischen im Eisschrank aufbewahrt. Den Richter was dazu sagen, glaube ich kaum. Oder dass eine Frau immer ihren Pudel mit ins Bett nimmt. Und der Alte mag das nicht. Oder ein Mann spielt ein Instrument und übt nun jeden Tag 2 Stunden als Amateur. Die Alte wird wahnsinnig, weil der versucht, Trompete zu spielen. Und solche Dinge. Und da muss ich sagen, das Publikum ja wirklich nicht versagt. Da kamen echt Leute, die solche Probleme hatten. Ja. Ehepaar, die sich sonst gut vertrugen, aber die da immer Krach hatten. Und die kamen zu uns. Und da war Wolf Schmidt, Papa Hesselbach, ja, seligen Angedenk, sein lieber, guter Freund. Der war der Staatsanwalt und der vertrat immer den Kläger. Und ich war der Verteidiger. Und das war so schön, dann hat er hat mir immer gesagt, soll ich dir das vorher geben? Ich sage, ich will es nicht wissen. Und dann hat der angefangen und hat also alle Anklagepunkte vorgetragen. Und ich habe mir dann Notizen gemacht und habe mir ein bisschen was versucht zu überlegen. Und dann habe ich nachher die Verteidigung. Ich habe den ganzen Sendungen, ich glaube 10 Stück, nicht einmal verloren. Und das hat mir einen Mordspaß gemacht. McDonald's-Fans, aufgepasst! Hol dir im Juni den 2-für-1-Deal auf 6 Chicken, Spicy Chicken McNuggets oder McPlant Nuggets und spare. Jetzt bei Lieferando. Es war natürlich ein Spaß. Ich bin auch so weit, ich habe gesagt, natürlich hat er recht, aber alles um Gottes Willen, mich jetzt nicht im Stich. Der darf doch nicht gewinnen, das ist doch Quatsch. Die Frau ist doch so nett, die ich da verteile. Ja? Und so. Und dann haben wir, also es war dann ein bisschen Heckmeck, aber das habe ich wahnsinnig gerne gemacht, weil man da wirklich ad hoc im Moment live da was bieten musste. Berühmt und manchmal auch berüchtigt für die Impulsivität und die damit verbundenen Sprüche. Einer hat, ja, kann man sagen, Politik gemacht, das hat seit Anfang Jahr nicht jetzt mit Politik an, aber damals hat einer Politik gemacht. Es gab damals eine Sprachregelung über den zweiten deutschen Staat, der hieß damals, ach so, ja, die sogenannte DDR oder die Ostzone, und du warst der Erste, der... Ich sagte vorhin, dass ich meiner Zeit immer etwas voraus war. Nicht wahr? Deutlich und klar. Wenn man überlegt, wie heute, also Herr Bangemann, also dann, aha, sag mal, Bangemann gilt nicht, wie Herr Bangemann also nach Leipzig fährt und auf der Messe rumgeht und von Herrn Honecker begrüßt wird. Und damals durfte man nur sogenannte sagen. Und ich habe gesagt, ich grüße auch alle Zuschauer der DDR. Und da hat man mich bald gelünscht. Da muss ich auch sagen, war ich meiner Zeit wirklich voraus. Und heute bemühen sich Gott sei Dank beide deutschen Staaten um bessere Beziehungen. Das ist... Und damit wird man auch mehr erreichen. Es ist doch so, ist immer schwierig. Aber es ist doch einfach ein Schwachsinn. Wenn ich da leben wollte, könnte ich ja hingehen. Das stört mich ja gar nicht. Ich kann sogar mit dem Auto rüberfahren. Ich darf es auch mitnehmen. Du kannst sicher sein, ich kriege drüben auch ein schönes Haus und habe im Fernsehen zu tun, im Theater, im Film, überall. Darum geht es doch gar nicht. Aber ich glaube, man kann doch den Leuten, die nicht hergehen können, mehr helfen, wenn man versucht, vernünftige, einigermaßen bessere Beziehungen herzustellen, als die ganzen letzten Jahre waren. Das ist doch der ganze Witz bei der Sache, finde ich. Und dazu muss man eben manchmal auch die Kröte schlucken. Ja, mit der Impulsivität meinte ich eben solche Sachen, die man sagt in der Überzeugung, man ist in einer Live-Sendung. Hat sich die Zeit damals bis heute geändert, dass einem viel mehr vorgeschrieben wurde, dass man gesagt hat, also darüber nicht reden und darüber nicht reden. Du hast vorhin so ein paar Sachen genannt, wo man sagt, wenn man Meinung von sich gibt und ganz ehrlich ist, das kann man ja eigentlich dann doch nicht sein. Oder darf es nicht. Also es ist sicher schwerer geworden. Und es ist sicher schwerer geworden. Und ich finde auch, und das sage ich auch hier ganz frank und frei, auch den ganzen Ärger wieder schon in Kauf nehmen, die Post machst du. Wir leben in, das meine ich jetzt nicht polemisch, das ist mir völlig wurscht, wir leben in einer, meiner Meinung nach, weit überschätzten Parteienherrschaft. Es gibt ja... Früher gab es nur eine,
ob ein Rundfunkintendant, ob ein Theaterintendant, ob ein Polizeipräsident, ob ein Chefarzt oder was, die Partei bestimmt, wer da hinkommt. Was für Parteien! In einem Gremium sitzen 16 Menschen, davon sind 12 parteigebunden und 4 sind sogenannte Graue. Die sind so Alibi-Funktionen, die sind in keiner Partei, aber jeder weiß, der Graue ist zu der und der gehört zu der und der gehört zu der. Und jetzt geht's also los. Und du kannst, wenn du in der Partei A bist, wenn du sagst, das ist ein Volltrottel, der hier Intendant werden soll, musst du dafür stimmen, sonst kannst du in deiner Partei wieder nichts werden. Ich sehe das nicht ein. Es sind doch viel. Wie viele Leute sind in einer Partei? Ich glaube, 900 und so und so viele Tausend in der SPD und 700.000 in der CDU, ich weiß es nicht. Und da ein paar und da ein paar nur. Und die bestimmen über 60 Millionen, was zu geschehen hat. Ich weiß, dass es Parteien geben muss. Es soll auch welche geben. Aber der Einfluss der Parteien ist meiner Meinung nach viel zu groß. Viel zu groß. Ja. Brauchst du nicht rauszuschneiden, Blecki. Es ist wirklich wahr. Was bringt dich auf die Idee, dass man das rausschneiden könnte, sollte? Ja, weil ja hier auch ein Parteien. Sitzen sie auch immer alle drin. Das ist etwas, was ich also wirklich zum Lobe des Hauses, für das ich seit 10 Jahren oder 8 Jahren jetzt hier das Vergnügen habe, arbeiten zu dürfen, noch nie passiert. Und ich glaube, das wird auch hier nicht sein. Da sind die in Bayern ganz großzügig, was das betrifft. Früher haben wir das 2-3 Mal gemacht. Einmal haben wir es gemacht mit Maxe Schmeling, dann habe ich es gemacht mit Elli Beinhorn. Überzogen? Nein, eine zweite Sendung drangesetzt und dann hinterher, das ist dann eine der Schwierigkeiten der 300. Öffentlich-rechtlichen Anstalten. Da ist kein Sendetermin da. Wir müssen ja erst vorher einplanen. Wie oft machst du diese? 2-mal im Monat. Diese hier? Ja. Ja, 2-mal im Monat, also 25 im Jahr. 25 im Jahr. Ja. Das sind doch 4 Jahre. Gut, aber da bist du immer noch ein junger Spund. Greift. Das ist die 300. Sendung. Und dann komme ich wieder her. Ich habe hier auf mein Manuskript geschrieben, kommt wieder. Ja. Und bitte nur dich lange sitzen. Und bitte dich, das zu unterschreiben. Blecki, wenn du meinst, du kannst das alleine. Bitte dich, das zu unterschreiben. Komm wieder. Ich schreibe jetzt hin, stimmt. Stimmt, schreibt man aber mit 2 M. Ja. Du solltest dir vielleicht eine ganze Brille zulegen. Sonst sagt er hinterher, das ist nicht von mir. Ich schreibe nicht falsch.